So, und damit willkommen zurück zu The Last of Us. Ja, in der letzten Folge haben wir uns eigentlich ganz gut geschlagen. Wir haben Molotow-Cocktails gefunden, haben welche angefertigt und ich habe euch mal gezeigt, wie man sie meiner Meinung nach sinnvoll einsetzt. Wir stehen jetzt hier, haben definitiv noch zwei Klicker, eventuell noch einen Infizierten, da bin ich mir gerade nicht 100% sicher. Und irgendwie weiß ich gerade nicht genau, wo ich bin. Ah, gut, da ist die Wand. Jetzt sehe ich es gerade. Wir wollen jetzt natürlich versuchen, den letzten oder die letzten Klicker auszuschalten. Und müssen uns natürlich möglichst verdeckt halten, denn dass die Klicker absolut gefährlich sind, haben wir natürlich in der letzten Folge auch schon wieder gesehen, indem wir mal wieder draufgegangen sind. Ja, naja, es kann ja mal vorkommen und so, ne? So, wir sind jetzt hier. Da vorne sehen wir den anderen Klicker. Ja, was etwas störend ist, aber eigentlich eine sehr gute, ich sage jetzt mal, Simulation dazu ist, ist, dass wir halt auch an all unseren Leuten dran vorbeilaufen müssen. Weil, ja, es ist ja im wirklichen Leben auch so, du rennst ja nicht durch deine eigenen Leute durch. Da hinten sehen wir nämlich noch einen stehen, das wusste ich nicht, aber das ist kein Klicker, das ist ein normaler Infizierter. Ich hoffe, er hat uns nicht gesehen. So, sehr schön. Will gerade mal schauen, wo der andere doofe Infizierte war. Ach genau, hinten in der Ecke war er. Schön leise ran. Sehr gut. Genau, Ellie sichert schon direkt den Safe. An den wollen wir natürlich ran. Deswegen hatten wir nämlich vorhin auch das extra eins eingesammelt gehabt. Ups. Das war jetzt nicht so die Planung. Immer noch nicht. Wo ist das anders? War da jetzt wohl nicht drin? Schade eigentlich. Da auch nicht. So, jetzt könnt ihr euch zumindest mal ein bisschen wieder umgucken und mitschauen, ob noch irgendwas Wichtiges da ist, nämlich drinne, ist nämlich Alkohol und sowas. Ja, im Prinzip, man hätte jetzt hier auch hingehen können und jeden Klicker einzeln versuchen können, mit einem Messer zu eliminieren. Meiner Meinung nach wäre das aber nicht sonderlich sinnvoll. Weil wir erstens wirklich viele Messer verschwenden würden und viele brauchen würden. Und der zweite Punkt ist, man riskiert halt wirklich sehr viel. Wie gesagt, dass da vorne noch ein Klicker steht, das weiß ich. Deswegen ich natürlich versuche, mich möglichst leise hier zu bewegen. Es wird zwar gesagt, dass die Klicker nicht sehen können, aber 100% sicher bin ich mir da trotzdem nicht, obwohl ich es halt, wie gesagt, schon zweimal durchgespielt habe, vielleicht. Von daher mache ich natürlich lieber die Taschenlampe aus, wenn ich mich einem Klicker nähere. Hier lang. So, und jetzt ist nämlich der springende Punkt an der ganzen Sache.
Ja, theoretisch müsste es natürlich so sein, ich müsste jetzt irgendwie näher ranlocken, damit ich ihn mir machen kann. Aber ich nehme einfach lieber den Molly, fackel den einmal ab und habe meine Ruhe. Dadurch, dass wir wussten, dass hier nichts mehr ist, haben wir natürlich gute Karten. Es ist was anderes, wenn wir, sagen wir mal, jetzt die Hälfte der Gegner hier hätten nicht umgelegt. Dann würde ich diese Variante nicht unbedingt empfehlen. Okay, na los. Weil da hätten wir jetzt im Prinzip alle Gegner hinter uns zu uns hingelockt. Was natürlich irgendwo nicht wirklich sinnvoll ist, ne? Na los. Verdammt, da wollte ich gar nicht hin. Manu. Joel, würdest du jetzt mal bitte die Leiter benutzen? Danke. Warum nicht gleich so? So, jetzt dürfte er mir dann auch wieder ordentlich zuschauen. Aber im Endeffekt kommen wir jetzt ja auch wieder raus. Und haben natürlich bedeutend besseren Freiraum. Yeah. Sind alle okay? Naja, also die Hose ist ein bisschen voll, aber sonst geht es eigentlich. Das nennt man Glück. Und es hält nicht ewig. Ich gerade mal schauen, ob hier noch irgendwo irgendwas ist. Denn die Spieleentwickler, die haben sich nicht unbedingt was dabei gedacht, wenn man Area sehr lang macht und sehr groß macht. Aber man muss dann schon vorsichtig sein, ne? Bei der Zeit lang war es ja wirklich noch so gewesen, dass man ja gesagt hat, okay, hier ist ein Weg, den man nicht gehen müsste. Also Wohin müssen wir, muss Tess? ja auch schon automatisch da lang irgendwas immer sein. Zum Rathaus geht's da lang. Ja, sehen tun wir es nicht, aber Tess kennt sich hier halt aus, das ist natürlich sehr schön. Ich laufe hier draußen jetzt noch munter durch die Gegend. Aber ich weiß natürlich, was ich machen muss. Mal sehen, ob wir was finden. Genau, über den Truck sollen wir. Und wenn wir jetzt ganz leise sind, hören wir nämlich schon was Fieses. Da einmal den netten Blick da rein und wir sehen, es sind mindestens zwei Gegner drin. Ich weiß es natürlich besser. So, wir können es jetzt natürlich versuchen wie bei der anderen Variante und einfach versuchen uns langsam an die nach von vorne aus heranzuschleichen. Das mache ich natürlich nicht, sondern ich nutze den einfacheren Weg. Wir haben hier nämlich zweiten Eingang. Höhöhö. Nicht für die ganz doofen, damit wir da wieder reinlaufen können. Sehen, einer steht uns nämlich jetzt im Rücken zwar. Und das ist unser nächstes Ziel. Und der dritte steht nämlich da hinten mit dem Rücken. Roms. Der schreit auch nicht mehr. Und jetzt können wir uns hier nämlich wieder schön umgucken. Okay. Sind neu infiziert. Wurden gerade erst verwandelt. Das heißt, dass hier noch mehr davon sind. Wir müssen weg. Genau, müssen wir. Aber bevor wir das müssen, schauen wir mal erstmal. Wir haben 25 Fähigkeitspunkte. Wir könnten jetzt die Fertigungszeit oder den Lauschmodus Distanz erhöhen. Das tue ich nicht. Sondern ich bringe erstmal die Maximalgesundheit höher und Meister mit dem Messer. Das. Oh, okay. Gut, das ist dann im Normalmodus.
leichten Modus ist das normal, ist das regulär schon mit drin. Das heißt also, wir hauen nicht mal als erstes die Gesundheit hoch, sondern wirklich sofort Meißel mit Messer. Denn das ist dann sinnvoll. Okay, dann mal los. Ja, Tess, wenn du mir. Oh, Frau, du stehst mir ganz böse im Weg. Irgendwie ist das eine dämliche Idee von mir gewesen, das rückwärts zu machen. Egal. Das hat ja trotzdem funktioniert. Klettert hoch. So wichtig ist, wie gesagt, alles durchsuchen. Obwohl unser Eisenrohr hat mehr. Medizinische Broschüre. Da haben wir nämlich das nächste. CBI Safe Farm Earth. Pamphlet. Keine Ahnung, was das sein soll. CGI Sicherheitsbroschüre. Das Center for Disease Control. Keine Ahnung, hat diese Broschüre über die Cordycraps Gehirninfektion, CGI. Ah, deswegen. Herausgegeben, um die Achtsamkeit und Verhinderung der Ausbreitung zu verbessern. Hintergrund. Der parasitäre Cordycrepspilz ist in der Lage, den Geist des Wirts zu übernehmen und sein Verhalten zu beeinflussen. Bis vor kurzem hat er nur Insekten und einige Arten von Gliederfüßlern befallen. Eine neue Spezies ist in der Lage, sich auch im Menschen einzunisten. Jetzt kommen wir ein bisschen weiter runter. Ja. Übertragung. Die beiden bekannten Übertragungswege von CGI sind Einatmen der von Cordycraps abgesonderten Sporen, Kontakt mit Körperflüssigkeiten einer mit CGI, also oder halt Kontakt mit Körperflüssigkeiten einer mit CGI infizierten Person, in der Regel durch einen Biss. Jo. Inkubation. Nach der anfänglichen Infektion breitet sich der Parasit innerhalb von 1 bis 2 Tagen ins Gehirn des Wirts aus. Die Inkubation ist abgeschlossen, wenn der Cordycraps alle körperlichen Funktionen seines Wirts übernommen hat. CGI, erstes Stadium. Na gut, tiefer geht's nicht mehr. Symptome. CGI-Patienten, erstes Stadium, legen launisches, gewalttätiges Verhalten an den Tag und gehen auf alle in ihrer Umgebung los. Nach einer gewissen Zeit durchbricht der Pilz das Gewebe des Wirts, um die Verbreitung von Sporen in der Luft zu ermöglichen. Behandlung. Es gibt keinen Impfstoff gegen CGI. Auch zur Verlängerung der Inkubationszeit ist keine Behandlungsmethode bekannt. Diagnose. CGI kann durch einen Bluttest oder eine mikroskopische Untersuchung in der Regel im Ohr festgestellt werden. Die Testergebnisse fallen bereits Minuten nach der Infektion positiv aus. Okay. Ja, also grob ist es ja genau das, was ich gemeint hatte. Also darauf basiert das auch wirklich. Ja, wir müssen hier durch, das weiß ich. Vielleicht kommen wir hier durch. Ja, das lief ja toll letztes Mal. Sorry, ich mag nicht. Was? Ich höre nichts. Okay, Beeilung. Sie kommen! Ich weiß! Du hast da was am Schuh. Ja, da hat die Ellie mal recht gehabt. Okay, wie kommen wir hier wieder raus? Finden wir es raus. Tür ist klar. Und Marlene glaubt, du bist immun? Ja, das ist ihre Meinung. Wie kam es zu dem Biss? Man trifft in der Zone nicht auf Infizierte, wenn man sich an die Regeln hält. Ja, ich schlich weg,
Ich war auf diesem... Wie bitte? Naja, die Stadt erkunden. Ich wurde im Einkaufszentrum gebissen. Das ist doch komplett abgesperrt. Wie bist du da reingekommen? Ich kannte Wege. Naja, einer dieser, was ihr Runner nennt, bis zu. Und so kam das. Verstehe. Wir werden jetzt eigentlich ein Gespräch mit weitermachen, oder? Nö. Komisch. Ich weiß, dass das Gespräch eigentlich noch weitergeht. Ich wollte jetzt extra nicht dazwischen palabern, um euch die Information nicht vorzuenthalten, wie Ellie halt gebissen wurde. Denn Ellie ist nicht nur fordernd, sondern auch noch frech. So, wir haben 96 Stück. Könnten jetzt einen Pistolenhalfter erweitern, sag ich jetzt mal. Aber dadurch, dass wir kein Werkzeug haben, geht das schon mal gar nicht. So, das Nachladetempo wäre nicht schlecht. Schussfolge, Magazin. Ja, jetzt ist die Überlegung. Machen wir es nicht. Wir haben nur 96 Stück, also nur in Anführungszeichen. 20 plus 30 sind wir bei 50, wenn wir die alle um einen erweitern würden. Und die hier nochmal 50, 70, 80, 85. Aber ich würde eigentlich ganz gern hier drauf warten. Weil das Halfter für die zweite Waffe ist eigentlich gar nicht so schlecht, aber ich weiß auch, dass wir noch genug kriegen. Und da das ja momentan unsere Hauptwaffe ist, ist es definitiv nicht verkehrt, die einfach mal zu erweitern. Jedenfalls auch die Pistole können wir ruhig mal ein bisschen erweitern. Jetzt haben wir noch 11 und können sowieso gerade nichts weitermachen. Ist also, denke ich mal, nicht schlecht gelöst von uns. Ja, Magazinerweiterung zum Beispiel ermöglicht uns dann auch, dass wir mehr Munition natürlich auch mitnehmen können. Ne? Moment, ich musste mich erstmal anders positionieren. Die Teile sind sehr umständlich, halb im Liegen zu spielen. Nichts weiter drin, da ist nichts, da ist nichts, da ist auch nichts. So. Ja, wo wir jetzt gerade sind, ist von hier unten aus noch etwas schwer zu erkennen, würde ich jetzt mal behaupten. Das seht ihr aber gleich noch. Ich möchte euch halt wirklich nicht zu viel wegnehmen vorher an Informationen. Es ist zwar immer schön, wenn man alle Informationen hat. Oh, hier haben wir den. Ein Schränkstiel. Super, ist auch leer. Verdammte Axt. Übersehen wollte ich jetzt eigentlich sagen. Wie gesagt, ich möchte euch nicht zu viele Informationen geben. Ich möchte aber auch nicht zu viele Informationen verheimlichen. Oder heißt verheimlichen, im Prinzip zurückhalten. Es wäre sinnvoller. Mann, Ellie. Sorry, das war ich. Tess. Sorry. Komm, bleib da bei mir. Um euch einfach die Restgeschichte dazu weiterzuerzählen, zu dem Biss von Ellie. Hier oben sehen wir jetzt schon besser, wo wir sind. Wir sind nämlich in einem Museum. Ist das nämlich. Wie gesagt, Ellie hat ja schon erzählt gehabt, dass sie gebissen wurde und alles drum und dran und bla bla. Und im Endeffekt ist dann die Situation wie folgt gewesen. Sie ist dann zu Marlene hin und hat es halt Marlene erzählt, dass sie gebissen wurde. Marlene wollte sie halt auch erst erschießen, hat es dann aber doch nicht getan. So, und das ist nicht der Grund, warum wir jetzt gerade hergelaufen sind, wegen dem Firefly-Anhänger.
wusste ich nämlich auch, dass da einer nicht. Und ja, wie gesagt, dadurch, dass aber Ellie schon vorher gebissen wurde und Marlene ja halt gemerkt hat, okay, irgendwas ist da komisch, irgendwas ist nicht so wie sonst, ist dann halt die Situation so gewesen, ne? Museum. Manche Sachen hier sind Jahrhunderte alt. Wie begeistert Ellie doch ist. So, okay, wir haben also hier alles cool. Das heißt, wir füllen sie wieder auf. Ja, jetzt haben wir nämlich den Faktor, wir können gerade nicht das produzieren, was wir produzieren wollen, oder was ich produzieren will, besser gesagt. Das heißt, wir können gerade keine. Ich finde da was Interessantes. Sollte mal ein Bild gewesen sein. Wir können gerade keine Molotow-Cocktails oder sonst was produzieren. Mist. Ja, dass wir da nicht weiter konnten, wusste ich schon. Aber ich wollte euch das trotzdem mal gezeigt haben. Okay, aufpassen, schnell. Scheiße. Ich lebe. Ich werde außen rum gehen. Tess. Scheiße. Ja, verdammte Klicker. So. Damit mache ich dann auch jetzt einen Stopp. Speichere mal das Spiel. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns dann auch in der nächsten Folge wieder. Ja, automatisch speichern läuft. Ich zeige euch einfach nochmal schnell, wie das hier mit dem Speichern ist. Das dauert nämlich ein bisschen länger, weil der halt sehr viele Daten halt auch speichern muss und so weiter und so blöd. So, jetzt sehen wir das dann auch. Automatisch speichern. Also es speichert wirklich auch automatisch. Ich könnte theoretisch auch rausgehen und hier einfach wieder neu starten. Ja, das sind alles dann von mir schon gespielte. Wir sehen, also ich habe wirklich schon mehrere Teile gespielt. Ja, aber das muss ja nicht alles. 23% abgeschlossen, 15 Sammelobjekte gesammelt. Das ist nicht schlecht. Spiel läuft seit 2 Stunden und 49 Minuten. Auch nicht schlecht. Gut, dann speichern wir das nochmal. Und ja, damit wünsche ich euch dann noch einen schönen Tag. Ciao, euer Fo.